Herbst neigt sich dem Ende zu und das mit einer Vielzahl von Ehrungen. Heute heizen die Lauser nochmal ordentlich ein. Dass da die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht, ist natürlich klar. Der Kulturherbst neigt sich dem Ende zu und das mit einer Vielzahl an Ehrungen. Wer wurde denn heute ausgezeichnet? Ja, heute wurden alle Gemeinderäte, die länger als 5 Jahre dabei sind, ausgezeichnet. Und alle, die 10 Jahre haben oder 11 Jahre, besser gesagt. Und der Herr Seyer, der hat schon 40 Jahre Gemeinderat hinter sich und der wurde auch ausgezeichnet natürlich. Es gibt zwar kein Schwadorfer Ehrenzeichen mehr, aber wir haben ihm extra eine Uhr anfertigen lassen, eine Standuhr, wo das eingraviert ist, was er für Schwadorf geleistet hat. Und das Ende des Kulturherbstes wurde eingeläutet mit dem Musikverein. Worauf blickt man denn retour? Was waren die Highlights des Kulturherbstes? Ja, die Highlights war, der Musikverein hat unter wirklich großen Opfern eine Probe machen müssen, weil es gleich nach Corona sehr schwierig war, Probenarbeit zu machen, seit wir uns wieder zusammenkommen dürfen. Und die Highlights waren dann natürlich der Oma Sasan, gar keine Frage, auch der Ida Los. Und wir haben sehr viele Veranstaltungen gehabt und heute gipfelt das alles in dem letzten Tag. Also U2 war am Freitag und heute gipfelt alles in dem, dass wir hier ein großes Fest für Schwadorf veranstalten. Mit den Lausern. Schwadorf, ihr seid spitze, top, die Wette geht, alles auf, 1, 2, 3, yeah! Die Hände nach oben, alle ausnahmslos, wir klatschen hoch! Ende des Kulturherbstes mit einer Vielzahl von Ehrungen und auch du bist ausgezeichnet worden. Wie groß war denn da die Freude für dich? Ja, natürlich für mich war die Freude sehr, sehr groß. Für mich. Ich bin seit 5 Jahren im Gemeinderat und natürlich ist für mich sehr, sehr große Ehre. Und ich bedanke mich an den Bürgermeister und an den Gemeinderat. Und Ende des Kulturherbstes ist natürlich was Trauriges, aber auch was Schönes, weil es ein toller Kulturherbst war, wenn auch ein bisschen eingeschränkt. Was war denn dein Highlight? Mein Highlight war, dass Gott sei Dank, dass heuer ein Kulturherbst passiert ist. Und wir haben wieder gezeigt, dass Schwadorf ist eine sehr, sehr kulturelle Gemeinde und eigentlich hat alles gepasst. Heute grande Finale des Kulturherbstes. Wie ist die Stimmung? Wie war die Stimmung und was sind denn deine Highlights? Also die Stimmung war super. Super Musik, super Leute, Kinder haben Spaß, wir haben Spaß und so soll es sein, der Abschluss. Welche Veranstaltungen habt ihr denn besucht während des Kulturherbstes? Ich muss sagen, ich war leider nur bei der Eröffnung, weil ich beruflich sehr im Stress war. Aber deswegen habe ich den Abschluss umso mehr genossen. Ich glaube, dass heute ein wunderbarer Rahmen ist, deinen Verein, euren Verein vorzustellen. Ja, ich gebe zu, Schönheitspreis gewinnen wir keinen, aber es ist unrecht brav. Nur ganz kurz darf ich den Verein heute vorstellen. Also wir sind 2011 in Bruck auf der Spannweide gegründet worden von 7 Mitgliedern. Na schau, da haben wir schon ein paar Fans. Das hat einen langen Weg dann vor sich genommen. Wir waren 7 Leute, wie wir den Verein gegründet haben. Über Bruck ging es dann nach Bochfurt, dann über Fischament und dann schlussendlich, Gott sei Dank, nach Schwadorf. Wir müssen sagen, in Schwadorf, also sowas hätte man sich nicht träumen lassen, dass wir so eine Trainingsanlage jemals zur Verfügung haben, mit Kunstrasenplatz, mit Rasenplatz. Und vor allem muss man auch ganz oft sagen, so einen Platzwart und so einen Präsidenten vom Fußballverein, also da muss Schwadorf ganz stolz sein drauf. Thank you.
Cup, Ende des Kulturherbstes mit einer Vielzahl an Ehrungen und Sie waren auch dabei. Wie groß ist denn die Freude darüber? Sehr groß, denn ich bin wirklich gerne für Schwadorf da. Wie lange sind Sie denn schon für Schwadorf da und was machen Sie für Schwadorf? Also ich bin seit 28 Jahren im Kindergarten, bin aber 1984 wegen meinem Mann nach Schwadorf gekommen. Heute ja leider schon das Ende des Kulturherbstes. Was waren denn Ihres Erachtens nach die Highlights? Ja, vor allem die Kabarettisten alle und wir, das bin ich besonders stolz, dass wir auch den Herrn Bernhard Fiebig für Kindernachmittag gewinnen konnten. Brigitte, Ende des Kulturherbstes mit einer Vielzahl an Ehrungen und auch du wurdest ausgezeichnet. Wie groß war denn die Freude? Ja, die Freude war riesengroß, denn ich bin jetzt das 6. Jahr im Gemeinderat tätig und das ist ein Zeichen der Anerkennung für unsere geleistete Arbeit in den letzten 5 Jahren. Und das freut einem schon sehr. Wie viele Jahre soll es denn noch werden oder reicht es da schon in der Gemeinde? Das werden wir sehen. Im Moment haben wir Spaß daran, viel umzusetzen, haben noch Ideen und das wird sicher noch einige Zeit dauern. Heute ja leider Ende des Kulturherbstes. Was waren denn deine Highlights? Meine Highlights waren eigentlich die Kabarettisten und auch heute der Abschluss, der wirklich top, alles getoppt hat vom ganzen Programm her. Es war für Jung und Alt was dabei. Und mir hat, wie gesagt, mir gefallen die Lauser sehr gut, wir hatten sie ja schon einmal. Und auch der Markus Kreuz, der Alleinunterhalter, hat eigentlich mega Stimmung gemacht, wie man sehen konnte. Der Kulturherbst neigt sich dem Ende zu, das mit einer Vielzahl an Ehrungen. Worauf blicken wir denn zurück? Wir blicken auf wunderbare Wochen zurück, mit vielen Veranstaltungen. Der Bürgermeister hat es auch erwähnt. Wie viele da mitgemacht haben, eben an Vereinen, an Institutionen, Organisationen. Auch die Pfarre war da mit dabei mit einer humoristischen Lesung. Es war wirklich sehr, sehr lustig, dieser Beitrag, den es bei uns im Pfarrsaal zu sehen gab. Und heute ist eben dieser wunderbare Abschluss, begonnen schon in der Früh mit einer heiligen Messe. Sonntag ist immer auch die Zeit, wo wir eine Auszeit haben aus unserem Alltag. Ich habe heute früh bei der Messe schon gesagt, dass nicht nur der Sonntag in diesem letzten Monat eine Auszeit war, sondern jede dieser einzelnen Veranstaltungen war so etwas wie eine Auszeit, um abzuschalten, durchzuatmen, Kraft zu schöpfen für die Woche wieder, für den Alltag. Was habt ihr denn alles besucht während des Kulturherbstes? Das war ja ein bisschen abgespeckter in diesem Jahr. Nichts dann? Also letzten Freitag war ich, wie gesagt, dieses U2, Tribe to U2 Konzert. Das war auch sensationell, tolle Qualität. Und ich bin froh, in einer Gemeinde wie hier leben zu dürfen, um solche Konzerte auch besuchen zu dürfen. Wie schaut's da aus? Highlights des Kulturherbstes. Mich darfst du nicht befragen, weil ich bin leider vorbelastet, ich arbeite am Bauhof. Und für mich war es eine geile Geschichte. Heute Abschluss, außer Wandertag. Es kommt ja immer, es gibt immer noch mehr, ja. Und mich freut es einfach, die Stimmung. Schaut es an, wir haben nicht umsonst gearbeitet. Es ist einfach geil. Einfach geil. Alles, was passiert ist, wir sind überall dabei. Leider, Gott sei Dank, ich kann es nicht sagen. Schön und schön, dass wir so einen Abschluss finden können. Schön, dass die Leute das wahrgenommen haben. Ich bedanke mich recht herzlich. Super. Die Laus haben super eingeheizt. Das Bier ist super. Der Schnaps schmeckt. Was will man mehr? Welches ist der beste Schnaps heute? Sag mal, Jägermeister. Da ist die Kamera. Wie ist denn die... Hey! Entschuldigung! Ich habe eine Serviette. Entschuldigung! Das ist aber schön stürmisch. Ja, das passiert in Action. Das ist ein grande Finale. Da wird das Bier verschüttet. Entschuldigung, tut mir leid. Wie war denn die Stimmung, bevor ich dich angespritzt habe? Na super, ja. Bevor du gekommen bist, ja. Na, passt schon, da sind wir dabei. Ich entschuldige mich dafür. Wie schaut es bei euch aus? Ende des Kulturherbstes, was sind denn eure Highlights? Was habt ihr denn alles besucht? Wie gefällt es euch heute? Ja, es war eine sehr gute Veranstaltung. Jetzt mit den Lauser ist wirklich sehr gut angekommen. Und eins muss ich auch sagen, es ist ja eigentlich in den Corona-Zeiten, was wir haben, viel zu wenig, dass man eigentlich die Leute da miteinander wieder eine Stimmung kriegt. Und das wird Gott sei Dank da heute wieder präsentiert. Und da möchte ich sagen, sehr gut. Das haben die Schwadorfer heute gut präsentiert. Und das Problem ist ja in der Situation, dass heute in der Situation viel zu wenig wieder gemacht wird, dass man miteinander reden kann. Alle reden nur mit dem Handy oder was weiß ich was. Aber Gott sei Dank gibt es noch solche Veranstaltungen. Danke!
So ist es. Und wir zwei reden jetzt auch noch. Komm mal her zu mir. Ich bemühe mich auch, dass ich diesmal nichts verschütte. Was sagst du, deine Highlights vom Kulturherbst? Was hast du denn alles besucht? Naja, wir sind aus Margareten praktisch. Wir haben uns heute aufgemacht, CO2-neutral mit dem Fahrrad nach Schwadorf zu kommen. Ist einfach eine super Veranstaltung, wenn es in der Umgebung was gibt. Das ist einfach lässig. Und da muss man auch sagen, eine super Sache von der Gemeinde her, dass hier quasi ohne Eintritt hier eine super Band quasi besucht werden kann. Und das Bier schmeckt auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, wir haben von Götzendorf nicht die, also alle möglichen Leute, der Reine, mein bester Freund, mitbekommen, Platzsprecher und der Kursbattelfan. Wir freuen uns. Also, Prost Leilen, Prost, super Sache. Und wenn ihr euch freut, freue ich mich auch einmal prosten, solange Prost. Das Bier noch da ist, genau. Wo ist deins? Du hast die Flasche, oder? Bitte nimm die Flasche einmal anstoßen. Ich mache mit dem Mikrofon.